Willkommen zusammen. Ich bin Marina. Das ist Elia Havemann. Wir beide haben hier ein kleines Projekt am Start. Ich habe euch auf Twitter gefragt, hey, wolltet ihr schon immer mal was über das Judentum wissen? Und ihr wolltet schon immer mal was über das Judentum wissen. Ihr habt mir 450 Fragen geschickt. Rund 80 davon beantworten wir in der Videoreihe Frag einen Juden. Das hier ist der vorerst letzte Teil dieser Reihe. Und heute reden wir über, Elia? Ich weiß nicht. Antisemitismus. Antisemitismus, oh. Schrecklich. Schrecklich. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den einfachen Fragen. Ich lese sie vor und wir beantworten sie. Einfache Frage Nummer 1. Wieso hasst man Juden? Wieso hasst man Radfahrer? Komplex. Also ich würde sagen so, Juden sind in der Diaspora, das heißt, sie sind überall Fremde, sehen aber nicht immer wie Fremde aus. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Merkmale, die Antisemitismus ausmachen, ist, dass Juden eine eigene Kultur mitbringen. Und ein Element, über das zum Beispiel schon mal gesprochen wurde, ist so etwas wie Identitätsneid. Also dass gerade in Deutschland, wo man sehr lange damit gerungen hat, was ist eigentlich die deutsche Kultur in diesem Sammelsurium von kleinen Fürstentümern, hier direkt der Nachbar lebte, der sehr genau wusste, was seine Kultur war, der sehr genau wusste, wer er war und mit Menschen über den ganzen Globus verteilt eine ähnliche Kultur und eine Bruderschaft teilte. Und ich glaube, daher kommt dieses Globalisten und das Weltumspannende, das Kontrollierende. Dann kommt ein anderes historisches Element hinzu, hat auch mit der Diaspora zu tun. Hier in Europa und in Deutschland durften Juden kein Land besitzen im Mittelalter und sie durften kein Handwerk ausüben. Das heißt, was sollten sie machen, um zu überleben? Sie haben sich gebildet, sie haben medizinische Professionen ergriffen und sie durften als einzige Geld verleihen, weil es war Christen verboten, Geld zu verleihen und Zins zu nehmen, weil es als schmutzige Tätigkeit galt, also hat man es an die Juden ausgelagert, die das durften. Also sind sie ins Finanzwesen eingestiegen und viel Adel schuldete Juden Geld. Und es war sehr, sehr praktisch, sich dann regelmäßig gegen die Juden aufzulehnen und Pogrome zu veranstalten, weil man dann das ganze Geld, das man schuldete, nicht zurückzahlen musste. Marina, ich finde es problematisch, die Frage überhaupt zu beantworten. Warum? Weil es für Hass keinen Grund gibt und man ihn auch nicht erklären kann und auch nicht versuchen kann. Man kann, alles, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Und das sind alles Bestandteile, was Antisemiten benutzen, um uns zu hassen. Aber sie würden uns auch hassen, wenn das nicht wäre. Und sie hassen andere nicht, die genau dasselbe machen. Und deswegen ist die Frage zu beantworten, warum werden Juden gehasst, deswegen schon eigentlich falsch, weil die Frage schon falsch ist. Also, warum wird gehasst? Hass braucht keinen Grund. Hass ist, und das müssen wir sehr, sehr stark begreifen, Hass ist ein Machtinstrument. Er braucht sozusagen keinen Grund, weil er da ist, um Macht auszuüben. Da stimme ich dir zu. Wo ist der Unterschied zwischen Antisemitismus, Antijudaismus und Antizionismus? Die Reihenfolge ist genau ein bisschen anders. Der Antijudaismus war zuerst da, dann kam der Antisemitismus und dann der Antizionismus. Und die drei sind in einer engen Beziehung. Der Antijudaismus war der religiös begründete Judenhass, also wo man sich als Jude auch quasi von befreien konnte, indem man konvertiert ist zum Christentum. Und das war über Jahrtausende oder Jahrhunderte der hauptsächliche Hass gegen Juden. Und dann kam die Aufklärung. Und als die Aufklärung kam, kamen viele, viele gute Dinge, aber eben auch der Antisemitismus wurde auch geboren. Und zwar dadurch, dass man sagte, Religion ist nicht mehr so wichtig, Wissenschaften sind wichtig, der Verstand, die Aufklärung, konnte man natürlich religiöse Argumente nicht mehr so ins Feld führen, um Juden zu hassen. Also brauchte der althergebrachte Judenhass
einen wissenschaftlichen Anstrich. Und daher kommt auch der Name des Antisemitismus, was ein wissenschaftlich klingender Name ist. Und der dann in der Shoah seinen Höhepunkt gefunden hat, im Holocaust. Und nach dem Holocaust haben Gott sei Dank viele Menschen erkannt, dass ja Antisemitismus mörderisch sein kann in einer Dimension, wie man das vorher noch nicht erlebt hat. Und deswegen nicht so cool ist. Und wer dann immer noch Juden nicht leiden konnte, weil sie Juden sind, musste sich ein neues Betätigungsfeld suchen, wenn er nicht ganz plump antisemitisch sein wollte, und hat dann seinen Hass auf Juden ja in einen irrationalen Hass auf den Staat Israel umgewandelt und das Antizionismus genannt, um sich eben ja im Abstand zu bringen von dem plumpen rassistischen oder rassismusähnlichen Hass auf Juden. Insofern ist eigentlich die Entwicklung vom Antijudaismus zum Antizionismus zum Antisemitismus zum Antizionismus so eine Reflexion von was gerade in der Welt um das Judentum herum passiert ist. Bin gespannt, was Sie sich für das nächste Jahrhundert überlegen. Die nächste Frage schließt sich daran an. Kritik an der israelischen Regierungspolitik sieht sich schnell mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert. Ab wann zu Recht? Das ist eine gute Frage, und dazu gibt es einen sehr praktischen Test. Also erstens, natürlich kann man die israelische Regierung kritisieren, genau wie man die deutsche Regierung kritisieren kann und um Gottes Willen jede demokratische und vor allem nicht demokratische Regierung. Aber wenn ihr wissen wollt, wann ist die Grenze zum Antisemitismus überschritten, guckt euch die 3Ds an. Dämonisierung, also wird Israel das absolute Böse zugeschrieben. Das kann sein, dass Israels Politik mit dem Holocaust verglichen wird. Es kann sein, dass irgendwie ihr so rein böse Absichten unterstellt werden, was man keiner anderen Regierung unterstellen würde, sondern eher, keine Ahnung, einzelne punktuierte Verbrechen oder Dummheit oder was. Das zweite ist Delegitimierung. Das heißt, ist die Kritik darauf ausgerichtet, dass der Staat Israel grundsätzlich nicht existieren darf. Und das dritte sind doppelte Standards. Das heißt, wirft man Israel etwas vor, dass man einem anderen Land, das dasselbe macht, nicht auf die gleiche Weise vorwirft. Ich würde übrigens empfehlen, wahrscheinlich kannst du auch gerne einen Link unten reinmachen, für die Antisemitismus-Definition von der IRA. Und diese Definition wurde auch vom Deutschen Bundestag ratifiziert. Übrigens jetzt auch im Zuge der Annäherung zwischen arabischen Staaten und Israel auch von einigen arabischen Staaten. Und dort ist Antizionismus als Form des Antisemitismus mit drin. Und auch mit genauerer Beschreibung ab wann. Würde ich empfehlen, sich das mal anzugucken. Vor allem, weil es in Deutschland ratifiziert ist und damit natürlich auch ein gewisses Gewicht hat. Ist Antisemitismus dasselbe wie Judenhass? Beziehungsweise nicht jeder, der Antisemit ist, hasst automatisch Juden. Ich glaube, das haben wir beantwortet. Doch. Das haben wir beantwortet. Ich würde hier zu dieser Frage sagen, ich glaube, ein Missverständnis ist, nicht jeder, der Antisemitismus macht, hasst Juden. Man kann antisemitisch handeln oder antisemitisch sprechen oder antisemitische Geschichten verbreiten, ohne dass man überhaupt weiß, dass es gerade um Juden geht. Also man kann zum Beispiel so Hundepfeifen benutzen, ne? So Symbole, wenn man sagt, die Globalisten, der Kulturmarxismus, das sind alles antisemitische Sätze, aber man weiß es nicht unbedingt. Und man kann diese antisemitischen Narrative verbreiten, ohne dass man selber Judenhasser ist. Und diese Trennung würde mir so, so helfen, weil ich sagen könnte, hey, das war antisemitisch, ohne sagen zu müssen, du bist Antisemit. Ja, unsere Handlungen sind das, was wir bewerten müssen, und wir alle haben Rassismen und Sexismen und eben auch Antisemitismen in unserem Sprechen und Tun. Gäbe es von einem Tag auf den anderen keine Juden mehr, würden die Antisemiten sich dann einen anderen globalen Sündenbock suchen?
Also erstens hoffe ich mal, dass es nicht vorkommen wird, dass es von einem auf den anderen Tag keine Juden mehr gibt. Und irgendeinen Sündenbock braucht man immer. Die Juden haben sich bisher immer angeboten, warum auch immer. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Und natürlich sucht man immer irgendjemanden, der an irgendwas schuld ist. Und das fängt im Lokalpatriotismus an und hört dann im Nationalismus wieder auf oder vielleicht auch nicht und mündet im Rassismus. Also wenn es die Juden nicht sind, dann sind es die Chinesen oder die Schwarzen oder irgendjemand, der irgendwie anders ist als man selbst und vielleicht in irgendeiner Art und Weise erfolgreicher ist als man selbst, was man dann neidet. Aus diesem Grund finde ich es übrigens so wichtig, dass wir uns als Jüdinnen und Juden in Deutschland solidarisch zeigen mit Musliminnen und Muslimen, die von Rassismus betroffen sind, mit schwarzen Menschen, mit allen Minderheiten, weil es uns letztlich alle trifft. Auf jeden Fall. Haben verschiedene Generationen verschiedene Haltungen zum Antisemitismus? Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, ich finde es bemerkenswert, wie konstant Antisemitismus über die Generationen und Jahrhunderte hinweg ist. Du meinst jetzt aus nicht-jüdischer Sicht? Aus nicht-jüdischer Sicht. Haben verschiedene jüdische Generationen verschiedene Einstellungen zum Antisemitismus? Ja, haben sie. Also, beziehungsweise die Ideen, wie man damit umgeht. Lange Zeit waren die Ideen eben, dass man versucht, nicht anzuecken, nicht aufzufallen. Man merkt das auch in religiösen Dingen, zum Beispiel deutsche Juden haben die Perücke für die Frau erfunden, weil sie nicht wollten, dass man sieht, dass man Kopftuch trägt und oder irgendeine Kopfbedeckung trägt. Oder deutsche Juden verstecken ihre Schaufäden, damit man nicht sie auf der Straße als Juden erkennt. Und mit der Etablierung des Staates Israel hat sich das schon grundlegend geändert. Wir sind nicht mehr sozusagen die versuchen, irgendwie durchzukommen und zu überleben, sondern wir sind die sagen, wir sind hier, wir sind stark und wir verteidigen uns selbst. Und das ist schon ein Paradigmenwechsel in der jüdischen Welt. Wo äußert sich Antisemitismus subtil oder unbemerkt im deutschen Sprachgebrauch? Also einerseits, wie gesagt, gibt es Hundepfeifen wie die Globalisten, Welteliten, Kulturmarxismus, das sind alles Bezeichnungen für Juden, die Antisemiten heute verwenden. Auch Zionisten, das ist ganz platt, einfach nur ein Ersatz für das Wort Jude. Es gibt aber auch subtilere Sachen, wie zum Beispiel das Wort Mauscheln, das einen antisemitischen Hintergrund hatte. Das kommt aus dem 19. Jahrhundert und ist eigentlich kommt vom jüdischen Namen Moische. Und Mauscheln bedeutet letzten Endes reden wie ein Jude. Und es gibt auch viele Wörter, die aus dem Jiddischen stammen und die für negative oder negativ konnotierte Sachen verwendet werden, wie zum Beispiel Mischpoke oder rede nicht so einen Schmuh oder Schachern. Ja, also auch die Gangstersprache hat viele jüdische Wörter, wie zum Beispiel Schmiere stehen, kommt aus dem Hebräischen von Schmira, aufpassen. Ganove kommt von Ganav, was Dieb ist. Und Knast kommt von Knass, was Strafe ist auf Hebräisch. Das heißt, die Ganovensprache hat viele Lehnwörter aus dem Jiddischen, aus dem Hebräischen. Ich würde die nicht grundsätzlich als problematisch bezeichnen. Ich finde es auch schön, diese Wörter. Also ich benutze selber auch Ganove und Knast. Aber man sollte sich dem doch bewusst sein, vor allem wenn man einen Juden als Ganove bezeichnet, ist das was anderes, als wenn man einen Deutschen als Ganove bezeichnet, würde ich mal sagen. Ich glaube, auch diese Worte sind nicht antisemitisch in dem Sinne, weil aus dem Westjiddischen hat sich das Rotwelsche entwickelt und das Rotwelsche war so ein Gauner-Dialekt und deswegen haben wir viele Wörter aus diesem Bereich. Davon stammt übrigens auch Masematte ab, dass wir hier in Münster sprechen. Fun Fact am Rande. Aber man sollte wirklich aufpassen auf so Wörter, die einfach nur benutzt werden, um nicht Jude sagen zu müssen. Machst du einen Unterschied in der Art des Antisemitismus? Hast du eine gedachte Skala und kannst persönlich eine Art eher verzeihen als eine andere?
Also erstens steht es mir nicht zu, Antisemitismus zu verzeihen, weil Antisemitismus betrifft alle Juden und ich kann ja nicht in deinem Namen zum Beispiel jemandem Antisemitismus verzeihen. Und das ist etwas, was die sogenannten Alibi-Juden ja gerne machen. Die stellen Persilscheine aus für irgendwelche Leute und sagen, nein, das ist kein Antisemit. Und ich mache einen Unterschied da nach dem Motto, ist der verloren oder kann man ihn noch gewinnen? Und ich gehe da relativ weit. Also ich versuche wirklich, Leute zu gewinnen und davon zu überzeugen, dass der Antisemitismus, den sie transportieren, doch eigentlich nicht ihrer tiefsten Überzeugung entspricht und dass sie das sozusagen mehr oder weniger aus Versehen machen und versuche, mit solchen Leuten zu reden. Aber es gibt natürlich auch Menschen, vor allem die, die jetzt auf diesen ganzen Demonstrationen rumlaufen und Verschwörungstheorien da verbreiten, wo man denkt, da ist Hopfen und Malz verloren. Also das sind einfach Antisemiten und mit denen redet man nicht. Die muss man aus dem Diskurs ausschließen. Genau, das würde ich auch sagen. Also für mich ist der Unterschied, wenn ich sage, hey, das, was du hier gerade gemacht hast, das ist antisemitisch, weil... Und wenn die Person dann sagt, oh shit, entschuldige bitte, und das dann sichtbar daraus lernt oder es auch anderen erzählt, dann ist das kein Antisemit. Aber wenn ich es einmal sage, zweimal sage und die Person macht weiter und fällt immer wieder durch solche Sachen auf, dann muss ich einfach denken, ja, okay, die will Juden hassen, das ist... Und dann kann ich auch nicht mehr damit kämpfen und dann ist es Deplatforming. Das heißt, dann muss ich gucken, dass ich dieser Person keinen Raum und keine Bühne gebe. Sind Zionisten gefährliche Fundamentalisten? Also Zionisten, gefährlicher Fundamentalist. Zionisten waren ursprünglich Leute, die sich für die Existenz eines Staates Israel eingesetzt haben. Und, ich will nicht spoilern, aber sie hatten Erfolg. Und wenn man jetzt von Zionisten als irgendwie Fundamentalisten spricht, meint man Juden. Also es ist ein Codewort. Es ist ein Codewort für Juden, das Antisemiten benutzen, um nicht Juden sagen zu müssen. Genau. Es gibt Antizionisten, aber auch unter Juden. Und das ist dann eigentlich im Grunde genommen meistens auch Antisemit. Auch Juden können antisemitisch sein. Das gibt es sehr wohl. Und die Idee des Zionismus ist eigentlich eine sehr fortschrittliche, nie irgendwie eliminatorisch begründet, nirgendwo. Also man kann keine zionistische Schrift finden in den Ideen, die sagt, wir müssen ein Weltjudentum erschaffen, das alles Mögliche beherrscht und wir sind besser als alle anderen, sondern der Zionismus war einfach nur die Idee, eben wie gehen wir mit dem Antisemitismus um? Das Anpassen hat nicht funktioniert, wir brauchen jetzt unseren eigenen Staat und es ging darum, diesen Paradigmenwechsel, über den wir vorhin gesprochen haben, in wie Juden mit Antisemitismus umgehen, einzuleiten und das hat, wie du ja gesagt hast, funktioniert bisher wunderbar und wenn ich es überspitzt darstellen möchte, muss ich sagen, wir haben in Israel Probleme, wie wir als jüdische Mehrheitsgesellschaft mit unseren muslimischen Bürgern umgehen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich sag mal ganz frech, dass ein muslimischer Israeli mehr Rechte und mehr Respekt und mehr Verständnis vor allem für seine Religionsausübung und mehr Unterstützung hat als ein Muslim in Deutschland. Ich merke, wie sehr ich als Jüdin in Deutschland immer sehr großen Wert darauf lege, dass der ganze Nahostkonflikt und seine Diskussion möglichst nicht in die Diskussion über das Judentum in Deutschland einfließen, weil ich bemerke, dass viel Antisemitismus eben darauf aufgebaut ist. Und es ist eine Situation im Nahen Osten, die für die meisten Deutschen absolut undurchsichtig ist. Und ich möchte nicht rumlaufen und mich ständig für die Politik eines Landes rechtfertigen oder sie erklären, oder irgendwie Bildungsarbeit betreiben, zu dem ich überhaupt nicht gehöre und dass ich, also da, wo ich nicht lebe und keinen Einfluss auf die Politik habe. Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, die man trennen muss. Israel ist ein demokratischer Staat und es hat definitiv ein Existenzrecht. Ich selber bin Kritikerin der israelischen Regierung. Ich übrigens auch. Ja,
Was ja auch völlig legitim ist und was man sein darf, sollte als kritischer Bürger. Aber deutsche Juden sind nicht verantwortlich zu machen für alles, was in Israel passiert. Naja, vor allem, weil diese Verantwortungsmachung ja auch eine Unterstellung ist und eine Unterstellung, dass wir sowieso alle unter einer Decke stecken und dass wir keine Demokratie sind, sondern dass wir zentral gelenkt sind. Und wir haben es im ersten Video schon gesagt, einer der Gründe, warum wir das zusammen machen, ist zwei Juden, drei Meinungen. Und warum soll das im wirklichen Leben, wenn es um Politik geht, anders sein? Also, ja. Welche neurechten Chiffren für Juden und den Mythos von der jüdischen Weltverschwörung sollte heute jeder kennen? Ich habe das vorhin angedeutet, ich finde es aber die Frage nochmal sehr, sehr wichtig. Also, wenn vom Kulturmarxismus gesprochen wird, wenn von der neuen Weltordnung oder NWO gesprochen wird, wenn von Globalisten oder globalen Eliten oder dem Finanzkapital gesprochen wird und Donner im Hintergrund ertönt, sind immer Juden gemeint. Und es gibt auch universell antisemitische Symbole, die sozusagen Antisemitismus andeuten, ohne ihn auszusprechen. Und dazu gehört zum Beispiel die weltumspannende Krake. Das heißt, auch wenn, liebe DatenschützerInnen, ihr die Datenkrake verwendet, es ist kein unschuldiges Symbol, weil dahinter die Idee steht, dass es irgendwo eine Kabale gibt oder eine verschworene Gruppe, deren Hände überall auf die Welt reichen. Das ist nämlich das Ding an der Krake. Sie hat viele Arme, aber nur einen Kopf. Und wenn man den Kopf nur abschlägt, dann sterben all die Arme. Und das ist, wenn man dann sich fragt, wo ist der Kopf, dann deuten Leute super schnell auf Juden. Das heißt, wenn ihr dieses Narrativ verbreitet, ohne dass ihr auch nur an Juden denkt, ist es trotzdem antisemitisch, weil darunter Juden leiden werden. Und wenn wir nicht begreifen, zum Beispiel, dass Kapitalismus ein Zustand ist, zu dem wir alle jeden Tag beitragen, sondern Kapitalismuskritik üben als die bösen Finanzkapitalisten, wenn wir die nur loswerden, dann hätten wir nicht diesen bösen, ausbeuterischen Kapitalismus, dann ist das antisemitisch. Und es würde ein bisschen weit ausholen zu erklären, wo Kapitalismuskritik antisemitisch wird. Es ist leider ein weit verbreiteter Trope. Ich habe euch unten in der Beschreibung einen Link zu einem Text dazu hinterlassen. Ja, und wie du es richtigerweise sagst, traurigerweise ist diese Art von Antisemitismus etwas, was viel von links kommt und was uns dann auch ein bisschen ratlos zurücklässt, weil wir eigentlich ja im linken Spektrum unsere Allies vermuten würden und finden sie dort eben auch nicht. Genau, also wenn ihr den Kapitalismus stürzen wollt, ruf mich an, aber nicht auf unserem Rücken. Nicht auf unserem Rücken, genau. Und eine letzte Frage aus der Germanistik. Auch in Texten namhafter Autorinnen kommen stereotype jüdische Figuren vor. Zeitgenössisch übliche Darstellung, aber durchaus antisemitisch. Wie heute mit diesen Texten umgehen? Hast du deine Antwort? Schwieriges Thema. Die Frage kommt wahrscheinlich deswegen, weil zum Beispiel in alten Übersetzungen von Pippi Langstrumpf das N-Wort benutzt wird und jetzt die Bücher umgeschrieben werden, um eben nicht mehr diese Wörter, diskriminierenden Wörter zu verwenden. Und es gibt ja immer diesen Konflikt zwischen der Bewahrung von einem kulturellen Erbe und aber eben auch der Anpassung an neue Erkenntnisse und Wissen um Diskriminierungen, die man früher nicht so ernst genommen hat, wie zum Beispiel beim N-Wort. Und da ist es halt sehr, sehr eindeutig. Also da bin ich inzwischen auch dafür, dass man das grundsätzlich vor allem in Kinderbüchern ändert. Also natürlich nicht irgendwie in Literatur, die an Erwachsene gerichtet ist, die so intelligent sind, dass sie das verstehen können. Aber vor allem in Kinderbüchern muss das geändert werden, weil dieses Wort muss unnormal werden. Und die antijüdische Literatur, ich habe dazu keine feste Meinung. Es ist ja zum Beispiel so, wenn du den Shylock anguckst, das ist ja der Jude, den
den Shakespeare sich ausgedacht hat. Der hat ja nie einen wirklich getroffen. Und trotzdem hat er doch einiges an Jüdischkeit auch ausgestrahlt in seiner ja, in dem, was er sagt. Weil er sagt, ja, sind wir nicht auch Menschen. Ne? Bluten wir nicht auch, wenn man uns sticht. Ja, bluten wir nicht. Ne? Und natürlich soll das jetzt deswegen nicht irgendwie auf einen Index kommen. Aber man muss natürlich den historischen Zusammenhang beim Lesen eindeutig verstehen. Und wenn man das nicht tut, oder wenn das ein Buch ist, was in keinem historischen Zusammenhang wichtig ist, wie zum Beispiel Kinderbücher, die immer wieder auf die Generation angepasst werden, dann sollte man das ändern. Ich selber bin großer Fan davon, hier mit Fußnoten und Begleitmaterial zu arbeiten, weil ich glaube, dass wir über Antisemitismen in klassischer Literatur sehr viel über Antisemitismus lernen können. Und gerade daran, warum ist das oder das antisemitisch und wie führt ein scheinbar unschuldiges Klischee zu Hass und das wiederum zu Gewalt und das wiederum zu Genozid, darüber können wir so viel verbildlichen und deswegen würde ich sagen, die literarischen Werke behalten und soweit es geht immer Begleitmaterial und bildendes Material dazu tun. So, das war das Thema. Das nächste Mal können wir uns auch der Rettung der Welt widmen, finde ich. Ja, also wir sind ja am Ende des letzten Videos eigentlich angekommen, zumindest von dieser Reihe. Wir sind am Ende des letzten Videos angekommen, yay! Ja, man kann sagen an euch alle Zuschauer, Hals- und Beinbruch. Weißt du, woher das kommt, Hals- und Beinbruch? Ja, von Baruch, das ist ein Segen. Hatzlacha Ubracha, Glück und Segen. Hatzlacha Ubracha. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Glück und Segen gebracht, ein bisschen mehr übers Judentum zu lernen, zu verstehen, warum Antisemitismus ist und was er mit uns macht. Und Marina, ich möchte dir herzlichst danken, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Und ich hoffe, das war nicht unser letztes Video. Danke. Wenn ihr noch Wünsche für weitere Videos habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch sonst, was euch einfällt zu Antisemitismus, zu Codewörtern, die verwendet werden und wie ihr mit antisemitischen Aussagen in eurem Freundeskreis umgeht. Schreibt mir gerne, wenn ihr ein kleines Dankeschön für uns dalassen wollt, für unsere Arbeit und vor allem die Arbeit von Karol Kosmonaut, der das Ganze schneidet und die Untertitel einfügt, hinterlasst uns gerne ein kleines Dankeschön über den PayPal-Link in der Beschreibung und ich wünsche euch alles Gute und Gesundheit.